Jojojo Leute, hier krasser Scheiß, ich bin gespawnt und habe fucking null Leben. Hier, ja, das steht die Aufnahme zusammen mit Markus gerade, wir sind eigentlich gerade so ein bisschen am Spielen und vorbereiten auf die Aufnahme und jetzt habe ich 125 Leben. What the fuck? Ja Leute, die Server sind wieder hart am Lecken gerade, eben war ich auch einfach so im Himmel gestanden, ne? Also ich stand einfach da und habe nichts mehr gesehen wie Himmel, ich selber war weg und keine Ahnung, alles war weg. Jo. Vorhin bin ich gestorben, hatte nur minus 20 Leben, wohlgemerkt. Und es hat 10 Sekunden gedauert, bis ich gestorben bin. Ja. Ich habe auch gerade für das hier sind schöne wieder. Legs und ich würde sagen, die schneiden wir einfach vor die nächste Folge. Wisst ihr, das ist dann bei der nächsten Folge. Und los geht's. Jo Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ. Heute wieder mit Kaktuswechsel und Markus. Laserbeams. Jo. Und man muss dazu sagen, Kakteenwechsel bedeutet für alle, die das Ganze noch nicht von unserem alten Kanal kennen, jedes Mal, wenn wir sterben, nehmen wir einfach die nächste Kaktee, das heißt streng nach der Reihenfolge. Jetzt fangen wir an mit der Standard-Kaktee und wenn ich jetzt gleich sterbe, ich habe noch 3 HP, dann wechsle ich zur nächsten Kaktee. Mach halt dann, wer am meisten gestorben ist, ne? Ja, wer halt hier schön abgeht, einfach mal so als Kontrolle, ob man mit den Kakteen spielen kann oder nicht. Ich habe schon einen Kill, 2 Kills. Ich habe auch keinen einzigen Kill. Ja, aber schon halt mehrere Assists. Ja, ich habe 4 HP die ganze Zeit gehabt und habe trotzdem sau viele Leute angeballert mit 4 HP. Oh. Jetzt bin ich schon das erste Mal tot. Ich bin auch tot. Feuerkaktee. Geil. So, dann würde ich sagen, hau ich gleich erst einmal die Drohne raus. Ja, meine Drohne ist verbuggt, sie kommt nicht. Jetzt kommt meine Drohne raus, so. Ja, Hölle, die Waldfee, da ist... Hallo? Könnt ihr das mal bitte... Alter, leckt es. Aber ich habe den Kill bekommen. 3 Kills. Ich bin doch bei einem. Alter, das sind Hardcore-Lags. Das ist ja abnormal. Da ist einfach so ein Tarn-Ranger im Garten. Okay. Der weiß wohl nicht, wie das Spiel geht. Hä, hey, mit dem Tarn-Ranger renne ich auch in den Garten. Ich weiß nicht, warum. Das hat man doch auch so gut. Ganz schön, das ist mein Kill. Hier der zweite. Ich brauche hier meine eigene Serie auf. Der hier ist tot. So, jetzt muss ich, jetzt muss ich doch mal irgendwo meinen Kornschlag hinhauen. Hier ist gut. Und jetzt werde ich gleich verrecken. Da kommt schon der Kornschlag, fetzt auch noch eine weg. Die Dreier Killstreak mit der Drohne gemacht. Kann man doch immer wieder sehen lassen hier. So, zack, der Garten ist wieder safe. Schau schon, brenn. So, ich zieh mich jetzt mal zurück ein bisschen, ne? Brenn, Rollstar, brenne. Oh, da drüben ist ja... Okay, der hier ist auch down geburnt. Hä, what the... Ah, der ist hinter mir. Der ultimative Nahkämpfer, Kaktus hier, die Feuerkaktee. Sechsabschluss ja gerade, Alter. Ja, ich hatte nicht ganz so viel, aber ich bin auch ziemlich abgegangen. Ich habe geholt eine 4er. Ja, aber ich bin auch verreckt. So, Eiskaktus. Und da haben wir die erste Base verloren. Ja. So, ich gehe mal wieder auf meine Lieblings-Camper-Position mit den Kakteen hier. Ich muss mich jetzt schnell zurückziehen, Alter. Warum willst du aber nicht verrecken? Nee. Ah, ich sehe dich. Da schau mal Eisnadeln für dich. Das ist perfekt hier, weil du triffst nämlich da quasi den Kreisverkehr, wo die jetzt alle drüber laufen. Den kann ich hier absnipen. Das ist mit der Tankaktee auch richtig OP. Wow. Aber ich treffe gerade keinen. Das Problem ist, der Eiskaktus, der hat einfach zu großen Sprayraum. Oh no. Wo ist Markus? Wo verreckt der? Wo verreckt der? Oh, 2 AP! Raketen haben mich nicht getroffen. Zurück, schnell! Lauf!
Jetzt kommt natürlich einer den Gang entlang, wo ich runter bin. Aber ich habe ihn weggeholt. Oh, hinter mir schon wieder einer. Immer der hier. Der ist immer hinter mir. Aber er hat mich nicht gekillt bekommen. Oh, außerhalb des Spielfelds. Wow. Ey, der Maler da hinten jagt mich schon wieder. Oh, oh. Oh, langer Pilot. Okay, okay. Du bist ganz toll. Nein, ich habe Fliegen. Wie dumm das. Nein, das muss ich doch mal Eiskaktus spielen. Ich habe mich verklickt. Egal. So ist es. Ja, das geht am Anfang nicht. Wenn du gleich gespawnt bist, kannst du dich gleich wieder respawn drücken. Das geht nicht. Voll geil. Du hast Gegner direkt vor dir. Du solltest deine Drohne beenden. Ich habe eine gekillt. Ja, die steht direkt vor dir. Und jetzt hast du sie im Garten. Ja, tschau. Habe ihn auch. Wie bettet man die? Ja, nein. Ja. Ach, zu spät. Raya. Naja, ne, Tino. Du hast eine 10er Kiste gehabt? Ja, locker. Das bei dir. Ne, 9er. Ne, 8er. 8er, 9er. 9er. Ja, am Ende. Keine Ahnung. Ja. Ich habe gerade eine 4er. Oh, und da wäre ich weggefetzt. Von Tarnüberraschung. So, Power Kakteen, die ist jetzt gut für den Massensturm. Sie schießt schnell und macht auch noch Elektroschaden. Toll, Reload. Schon wieder eine 4er Streak und die Idioten checken einfach nicht, dass ich sie abfahre. 5er Streak. So. Das war mir fast klar, dass der mich hier kult. Goldene MG. Kann schon. Alter! Wie ich einfach jeden Schuss fast treffen müsste, aber es kommt einfach kein Schaden. Dieses scheiß Serverlags. 8 oder 9 Treffer auf den Körper und er bekommt einmal Schaden. Und jetzt habe ich wieder vergessen, Klassen zu wechseln. Was mich so aufregt. Blöd. Ja, wenn du direkt vor ihm stehst, 8 Schüsse direkt auf seinen Körper ballerst, weil er reloaden ist. Und der stirbt nicht, weil er keinen Schaden bekommt. Das bewilligt's nicht. Also, was für die hast du in der Runde davor? Ja, ihr habt ja gerade vor der Runde gesehen, was ich hier für Lags habe. Und das sind ja Server-Lags. Eindeutiges Server-Lags. Ich bin 0 HP durch die Gegend rennen und ähnliches. Weil es läuft ja flüssig, das Spiel. Ich spiele hier mit 60 FPS. Und... Fickt euch. Warum vergesse ich ja dauernd den Klasse wechseln? Aber das Spiel ist an der Stelle eh schon aus, so wie es aussieht. Ja, die 4er Kiste. Ja, ja, die nächste wäre die Zukunftskakteen gewesen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit den Kakteen in der nächsten Folge mit der Zukunftskakteen. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao. Yo, yo, Leute, und heute wieder das ultimative PvZ-Garden Warfare Insi Special zusammen mit dem Markus. Ja, selbes Regelwerk wie das letzte Mal. Wer stirbt, wechselt seine Klasse. Diesmal vielleicht, hoffentlich auch. So, dass wir dran denken. Ja? Und damit, Leute, würde ich sagen, starten wir richtig durch mit den Standard-Inschies. Und ihren Betonwerfern. Oh ja. So, ich hoffe, die Drohne fliegt jetzt hier unten rum, weil hier drin ist die Opfer. Genauso wie der Schnapper. Ja, was zur Hölle tut dieser Schnapper? Durch Drohne. Soll schon verreck. Okay, ich hab den Schnapper weggeholt, auch wenn ich jetzt an Kochkäse verreck. Ich glaube, ich habe First Kill gemacht, oder? Hallo. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt schon meine Spielcharaktere wechseln und bin Schweißer.
weil ich am scheiß Feuerschaden noch verbrannt bin. Oh. Oh, jetzt habe ich vergessen zu wechseln. Scheiße. Jetzt kam natürlich ein Weißanschlag mit Stachelmunition direkt am TP und ich bin wieder tot. Und die nächste Klasse, Elektriker. Also ich bin dafür, ich werde jetzt erstmal nicht mehr durch den TP gehen, solange ich damit vier Pflanzen da außen rumkämpfe. Sondern ich werde das Ganze mit einer Drohne regeln. Ich gebe dir Rückendeckung, weil das Gefeuerding hinter dir, die tot ist jetzt. Dann ist da hinten noch ein Kaktus. Das stimmt. Schnapper und alles mögliche. Und Sonnenblume und die ganze Kacke halt. Aber ich habe das erste Mal verjagt, sodass du den TP aufstecken kannst. Elektriker. So, komm schon. Ich würde sagen, mit dem Elektriker gehst du mal den Turm nach oben. Das klingt doch nach einer Taktik. Bitte. Und dann nerven wir die Leute da unten im Garten mal ein bisschen, indem wir den ganzen Garten einfach unter Strom setzen. Beschwoße. Dieser eine Kaktus da unten, der wird jetzt nämlich auch schön unter Strom gerippt. Ich überlebe, Alter. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben nicht gerade das beste Team. Wow. Oh, TP ist down. Ja, gerade eben. Gleich mal wieder zurück. Aber es ist auch ein sehr gutes Pflanzenteam hier gerade, muss ich sagen. Alter, wie, Alter, was will der Team? Was will der Jade Cactus, Alter? Junge. Oh, ich hab den Garten eingenommen. Schornicke. Oh, da bin ich tot. Weil das komplette Pflanzenteam an ihrem Spawn campt. So, ist ja MG oder so. So, da bin ich der Mechaniker. Jetzt muss ich auf Distanz gehen hier mit meinem schönen pinken Glitzer-Outfit. Alter, was hält diese Sonnenblume aus? Achso, der Plasma-Dings hat sich auch noch mit eingemischt und mich getötet, ohne dass er geschossen hat. Ah, ich bin wiederbelebt. Nice. Oh ja, hier hat man gerade mein Diamantbart gesehen, hier nochmal sehr schön. Diamantbärte sind cool, okay? Ah, du bist doch bei Mechaniker. Ja. Oh. Passe auf die Kaktuswieden. Kartoffelwieden, von den Kakteen halt. Und dann der Schnapper daneben geslimed. Ja, da waren Pfosten dazwischen, Alter. Hab ich Glück gehabt. Oh, das ist hier der scheiß Feuerblume mit Solarstrahl. Die holt mich weg, die holt mich weg. Ich hab 3 HP, Alter. Ich hab sie. Oh, nice! Ah, fuck. What the fuck geht mit dieser Schnapper, ey? Das geht zu ab, ey. Oh. Der Mole. Campert Snapparus oder was? Alter, ich hab dem Megafon ins Gesicht geworfen und es passiert einfach nichts mit ihm. Darum bin ich jetzt verreckt. What the fuck? Okay, Maler, jetzt gehen wir Sniper. Ist natürlich auch noch der richtige Garten für einen Maler eigentlich. Weil das der Garten ist mit der ganz langen geraden Strecke. Wo du von hier aus bis in den Garten ballern kannst. Alter.
Was? Yo, Hacker. Bullshit, ey. Ich würde sagen, wir geben denen da hinten in ihrem Garten jetzt mal schön fett ins Gesicht, weil wir haben den Garten noch nicht mal angecaptured. Was schon ziemlich mies ist. What the... Na, wo Pini Wichser, ey. Ihren scheiß Erbsen. Ah, du bist ja schon Kleppner. Ja. Also weißt du, Maler hast du gegen die Erbsen echt keine Chance. Schnapper von der Seite. Mach mega vor uns, sonst bin ich tot. Okay. Ich bin tot. Ich hab grad gedrückt. Jo, das war ja, ein little bit drin. Late. A little bit late, nachdem er... Ah ja, geil, dann kann ich am Maler bleiben. Nein! Stimmt. Nein! Komm schon, das schaffst du! Nein! Oh komm, du bist so ein Loser, Alter. Halt deine Fresse, Mann, das ist Feuer, Junge. Ja, und? Feuer... Hä, Feuer macht nicht mehr Schaden. Auf die kurze Zeit hatte ich 5 Schaden extra gemacht. Weil du kriegst pro Sekunde 5 Damage 3-mal. Ja, das ist so. Und ich hatte noch 23 Leben. Ja, hat sie 5 Schaden mit Feuer gemacht. Und hat noch auf mich drauf geballert. Ja, das macht den Schaden, aber der Feuer, das Feuer macht nicht den Schaden. Das Ballern macht den Schaden. Hey, was überlebt denn der? Ja, da noch der. Das ist so ein Hacker, Junge! Ich hab die Feuersonneblume weggedisst. Stirb! Ja, vielleicht kommen unnötig, ich oder? Ich hab wiederbelebt! Ist mir egal! Ja, ich merk schon, dass dir das egal ist. Es gibt nur dich, ne? Ich konnte den gar nicht treffen, der war ums Eck rum und ich hab eine 4er Kiste gemacht hier drinnen. Also chill, ja, ich hab alle weggeholt. Nee. Ja doch. Danach. Ich habe alle 4 weggeholt. Ja danach. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn du vorrennst und die Toten liegen lässt. Ich wiederbelebe die halt. Und wir müssen in den Garten. 228 Sekunden. Okay, wer hat keine Lärmgranate? Okay, dann nicht. Bullshit, ey. Wow, ja klar, warum wirft jemand so seine Bohne? Warum? Es ist einfach kein einziger Zombie da, er wirft einfach irgendwie YOLO-mäßig hinter sich eine Bohne und läuft dann in die andere Richtung weiter. Ich komme aus dem Gebäude raus, hinter ihm, und die Bohne explodiert. Hey. Besser, ja. Hinter ihm. Warum wirft man eine Bohne nach hinten? Ja, Mann. Ohne zu wissen, dass da ein Gegner ist. Ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde hier mit unserem Wissenschaftler. Weiter geht's mit dem nach dem Landschaftsformer. Das heißt, da kommt nur noch der Entsorgungsfachmann. Aber trotzdem wird es noch eine ganze Runde werden. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.